Blende 2019 Siegerehrung in der Versandhalle der Verlagszentrale der Mittelhessischen Druck- und Verlagsgesellschaft. Seit 4 Jahren wird der bundesweite Zeitungsleserfotowettbewerb Blende in Mittelhessen von der Gießener Allgemeinen Zeitung, der Wetterauer Zeitung und der Alsfelder Allgemeinen Zeitung ausgeschrieben und organisiert. Die diesjährigen Regionalfinalisten, deren Fotos anschließend in der nationalen Endausscheidung teilnehmen werden, wurden sowohl von einer Jury ausgewählt als auch anhand einer Abstimmung der Leserschaft im Internet ausgelobt. Jeweils 10 Finalisten wurden auf diese Art in den Themenkategorien Warten, Welt der kleinen Dinge, Kontraste und der Jugendwertung Kleider machen Leute prämiert. Fotografie bedeutet für mich Spielen mit Licht, wobei dieses Bild reiner Zufall war. Ich bin da an dem Abend oder an dem Nachmittag gelandet auf einer Wanderung und hatte ein Gewitter, was von der einen Seite kam, von der anderen Seite schien die Sonne. Die Kapelle steht auf einem Platz, der eigentlich heidnisch geprägt ist. Und das waren für mich so viele Kontraste in dem Moment. Ich habe einfach auf den Auslöser gedrückt. Für die beteiligten Zeitungen führten die Redakteure Norbert Schmidt, Kreis Gießen, Manfred Merz, Feuilleton, Kerstin Schneider-Alsfeld sowie der Hausfotograf der Gießener Allgemeinen Alexander Geck durch das Programm und erläuterten die Entscheidung der Jury, wobei sie fachkundig von Jurymitglied Richard Stephan unterstützt wurden, seines Zeichens Obermeister der Fotografen in Umgießen. Eigentlich durch meine Enkelkinder bin ich dazu gekommen. Ich habe mir dann eine Spiegelreflexkamera gekauft und habe dann auch Kurse belegt. Also ich lasse mir das gerne beibringen und dass ich die Technik auch beherrsche. Ich muss wissen, was meine Kamera alles kann. Wer diesmal nicht unter den Siegern war oder vielleicht gar nicht an dem Wettbewerb teilgenommen hat, schafft es ja vielleicht im nächsten Jahr, wenn wieder zum Mitmachen aufgerufen wird unter Blende 2011.